Hallo ihr Leseratten, willkommen zum Lesemonat samt Neuzugänge, weil zwei Videos dafür würden sich nicht lohnen. Ihr würdet die gleichen Bücher nochmal sehen, bis auf zwei. Deswegen alles in einem. Das ist die Liste? Das ist die Liste. Halleluja. Ja, es wird ein längeres Video. Also, nehmt euch Zeit. Genau. Hast du Wechselakku bei? Nein. Natürlich nicht. Und der blinkt schon wieder, ne? Der blinkt noch gar nicht. Ach so, fast. Mann. Gut. So, also wir fangen an. Das erste ist natürlich wieder ein E-Book. Und ich habe mir den ausgedruckt. Hast du nicht ausgedruckt? Warum nicht? Ah, weil ich habe gerade den Rechner angemacht. Ja, ich habe daran nicht gedacht. Nein. Ich muss daran noch üben, dass man wenigstens was in der Hand hat. Egal. Also das erste E-Book, ich blende mal hier oben an der schönen Lücke, ist Easy Money von Wolfgang Holbein. Das ist das Zusatzbüchlein zum Mörderhotel. Da dachte ich ja so, oh, endlich mal ein Gast, der irgendwas da erlebt. Nein, ich habe mir die Beschreibung natürlich nicht durchgelesen, das hätte ich gewusst. Es ist bloß ein Versicherungsvertreter, der dahin geht. Und ja, ich kann jetzt nicht viel dafür sagen, weil es wirklich nur ein Kurz-E-Book ist. Und hat von mir auch nur 3 Sternchen bekommen. Also es war auch nicht so viel anders als im Hotel an sich. Ja, Vertreter halt, ne? Als nächstes habe ich dann gehört, Ein Tag und zwei Leben, die erste Episode von Adriana Popescu, gelesen von unserer lieben Steffi. Und das habe ich auch, das war ja nur eine Stunde, habe ich in einem Stück durchgehört. Weil an dem Tag auch, ja, ich musste an dem Tag wie so ein Tiger hin und her rennen. Also, ja, fand ich großartig, sowohl von der Story als auch von dem Sprechen. Und hat von mir 4 Sterne bekommen. So, auch nur, weil sie gesprochen hat oder was? Nein, die Story war auch gut, habe ich doch gerade gesagt. Ja. Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen kränklich. Aber das kann man ja nicht noch länger aufschieben, dass dieses Video endlich mal gemacht wird. So, kommen wir dann zum ersten richtigen Buch und zwar... Welches? Das hier? Das. Jetzt geht's los. Und das ist auch gleich mein Monatshighlight. Ja. Da fangen wir an. Arno Strobel, das Rachespiel. Ja. Und das soll ich wieder vorlesen, ja? Ja, bitte. Erfüllst du deine Aufgabe, kommt er frei. Erfüllst du sie nicht, wird er sterben. Frank Geisler glaubt an einen Scherz, als er die Webseite aufruft. Ein Mann, nackt, am Boden festgekettet, in Todesangst. Daneben ein Käfig voller Ratten, unruhig ausgehungert. Frank kann den Mann retten, heißt es. Aber nur wenn er ein Teil des Spiels wird und seine erste Aufgabe erfüllt. Angewidert schließt er die Webseite. Doch kurz darauf ist der Mann tot. Und Frank schon mittendrin. Mittendrin in ein Spiel, bei dem es um Leben und Tod geht. Für Frank, für seine Frau, für seine Tochter. Meisterhaft spielt Arno Strobel mit den Nerven seiner Leser. Hochspannung pur. Mhm. Hochspannung pur von der ersten bis zur letzten Seite. Das ist wirklich selten, dass es wirklich so spannend ist. Spontan hat sich Lisa dazu entschieden, mitzulesen und dann konnten wir uns danach wunderbar dafür austauschen. Ich bin natürlich total erschrocken gerade beim Lesen, weil ich konnte sie was zur Hand legen. Das war ja so, wow, das war richtig gut. Hab mich zwischenzeitlich daran erinnert, also an 2 andere Bücher erinnert. Zum einen an, oh Gott, ich glaube der Totschläger von Chris Carter. Schlag mich, wenn es falsch ist. Ich glaube, es war das. Aber ich bin mir gerade wirklich nicht mehr sicher. Und an Nemesis von Wolfgang Holbein. Also so beides war so vereint in diesem Buch und einfach nur genial. Das zweite Buch, richtige Buch, also das vierte Buch. Das da? Ja, das da. Mein Sonntagsbuch mal wieder. Das Sonntagsbuch. Ja, Sonntagsbuch. TKKG, das Geiseldrama. Ein international besuchter Gangster wird in der Stadt gefasst. Seine Komplizen reagieren auf ihre Weise. Punkt. Ja. Am Wochenende besetzen sie das Internat, als die meisten Schüler nach Hause gefahren sind. Nur einige sind in der Schule, darunter Gabi, der eine erkrankte Lehrerin besucht. Der Gabi besucht die erkrankte Lehrerin. Ja. Denn Lehrer und Erzieher wohnen im Internat. Oh, wollte sich da jemand einschleimen oder was? Die Gangster nehmen jeden als Geisel, den sie im Gebäude aufstöbern. Sie fordern die Freilassung ihres Anführers
und freien Abzug, natürlich mit allen Geiseln. Der, oh Gott, da greifen Peter, Carsten und die anderen TKW-Freunde ein. Peter schleicht in das besetzte Internat, weil er Angst um seine Freundin Gabi hat. Dort erlebt er eine Riesenüberraschung, als er erfährt, wer zu den Gangstern gehört. Oh. Hm, also im Prinzip erzählt das jetzt den gesamten Schluss des Buches. Habe ich gerade festgestellt. Überraschung! Vor allem dieses Geisel daran beginnt, ist erst für dich zum Schluss. Also, ich lese diese Klappentext nicht durch, wenn ihr das lesen wollt. Also das war ja... Außerdem war es sowieso eines der schwächeren Bücher von TKKG. Ich habe nur 3 Sterne bekommen. Weil, ja, es ist halt das Geiseldrama beginnt erst zum Schluss und davor ist alles mögliche anderes. Wenn man es genannt hätte, Terroristen in der Stadt oder sowas, dann wäre es vielleicht einfacher gewesen oder besser gewesen. Aber so wäre das irgendwie ein blöder Titel. Und man wartet darauf, dass dieses Geiseldrama beginnt und dieses Geiseldrama. Naja. So, weiter geht's dann mit. Ich rutsche dir mal das hier. Okay, was ist das hier? Marchi? Naja. Marchi Orford. Blutsbräute. Mhm. Du liest ja komische Sachen. Gut, ne? Aber hallo. So. Ja. Kapstadt. Eine Metropole, die so blendend schön wie schockierend gegrausam ist. Gegrausam? Gegrausam ist. Dr. Claire Hart. Eine Profilerin, deren Leben von einer Gewalttat überschattet ist, der ihre Zwillingsschwester vor Jahren zum Opfer fiel. Ried von Faisal? Ja. Ried von Faisal. Ein Polizist, der nicht mehr an Gerechtigkeit glaubt. Eine junge Frau, brutal ermordet und auf der Straßenpromenade abgelegt. Und ein Mörder, der eine blutige Spur durch Südafrika zieht. Der ist irgendwie nicht mein Tag heute. Großartiger Thriller, Cape Time. Naja. Ja. Großartiger Thriller würde ich es jetzt nicht bezeichnen, hat von mir 3 Sterne bekommen. Hat sich ein bisschen gezogen und die Spannung war auch nicht so ganz vorhanden. Ist der erste in einer Reihe übrigens. Ich hoffe auf die beste, auf die nächsten Reihe. Nein, ich hoffe darauf, dass die nächsten Bände besser werden. So. Ja, war okay. Also schreibst du war okay, aber halt die Spannung hat so ein bisschen gefehlt. Und ansonsten war das nicht schlecht. So vom Plot her und so war es okay. Aber wie gesagt, hat sich ein bisschen für mich gezogen. Hab ein bisschen länger dafür gebraucht zu lesen. Das nächste ist wie ein E-Book. Warum steht hier nicht, dass es E-Book ist? Naja, egal. Weil du die Liste gemacht hast. Ja. War ein Rezensionsexemplar für Vorablesen. Und hatte auch nur 125 Seiten, also ist ein relativ kurzes E-Book. Aroma des Todes von, ich habe keine Ahnung, mein Name nicht da steht. Moment. Ah, Jakob Numus. Jacob Numbers. Ja, ich weiß nicht. Es ist halt ein schwedischer Krimi auf jeden Fall. Also spielt in Schweden. Thriller, ist ja kein Krimi, ist ja ein richtiger Thriller. Und dafür, dass dieses Büchlein wirklich so kurz war, dass es ein Thriller ist, wenn man bei Kurzthrillern ja schon ist nicht so leicht ist, diese Spannung aufrechtzuerhalten und der Akku blinkt. Jawohl! Was habe ich gesagt? Hast du einen Akku drin? Nein! Ja, gleich. Okay. Mhm. Wie gesagt, es ist halt schwierig, bei einem so kürzeren Thriller die Spannung aufrechtzuerhalten. Und das hat dieser Autor wunderbar geschafft. Und es ist richtig gut. Und diese Wendungen, die darin vorkommen, sind auch wow. Also es geht um ein Buch, das die eine bekommt. Und zwar soll das Buch von ihr selber geschrieben worden sein, das irgendwie beschreibt, wie sie ihren Freund, der irgendwie verschwunden ist, ermordet. Und sie weiß davon überhaupt nichts. Und hat ab und zu auch Aussetzer, wird ohnmächtig und weiß gar nicht warum. Und nach enthüllt sich dieses Ganze, was da mit dem Buch auf sich hat, was mit ihr auf sich hat. Und alles Mögliche in ihrem Umfeld ist nicht so, wie es scheint. Also es ist richtig, richtig gut. Lohnt sich auf jeden Fall, das zu lesen. Und ich will jetzt den Akku wechseln. Ja. Und weiter geht's. Irgendwie bist du schon wieder halb drauf. Ja. So. Oh Gott. Guti. Guck mal, lass mal. Weiter geht es mit dem. Achso, und Aroma des Todes, Easy Money und Ein Tag und zwei Leben sind natürlich die ersten Neuzugänge des Monats. Und das nächste ist auch ein Neuzugang und zwar der eins von 2 Büchern, die ich mir gekauft habe. Du hast gekauft? Ich habe gekauft. Das, ja. Ja. Ich habe es auch gleich gelesen, obwohl erst im nächsten Monat, also diesen Monat quasi erst dran sein sollte. Ja, ja. Aber ich konnte es ja. Laura Newman, Nachtsonne. Was denn jetzt wieder? Ja.
Flucht ins Feuer. Ja. Ich dachte, ich vergesse das Lied. Also, ausreden? Denke ich, soll ich jetzt vorlesen? Da kannst du nicht wieder dazwischen quatschen. Du darfst ja gleich. Ja. Ja. Der fantastische Auftakt einer flammenden Dystopie. Ein Leben unter der Erde. Für Nova bedeutet dies Alltag. Sie gehört zu den letzten Überlebenden unserer Welt. Doch das Schicksal hält mehr für sie bereit als ein Leben im Hub. Unfreiwillig überschreitet sie die Grenzen ihrer Realität und wagt sich gemeinsam mit ihren Freunden auf unbekannten Terrain. Dabei stößt sie nicht nur auf eine grauenvolle Wahrheit, sondern auch auf faszinierende, ja beinahe magische Tatsachen und natürlich auf diesen einen Menschen, der ihr Leben verändern wird. Mhm. So, jetzt darfst du. Jetzt darf ich. Jetzt darfst du. Wieder mal der erste Band einer Reihe bzw. einer Trilogie. Und es folgt, ich kann schon seit über einem Jahr lesen und jetzt habe ich es endlich mal geschafft, um das zu holen und zu kaufen und zu lesen und so. Ja, ich fand es gut. Es war jetzt nicht kein Monatshighlight oder so mit 5 Sternen, aber es hat gute 4 Sterne bekommen. Ich fand diese ganzen Dinge, die da ausgeklügelt wurden, dann Technologien und so weiter, fand ich richtig, richtig gut. Und bin auch sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Aber von diesem Buch gibt es so viele Rezensionen und so weiter. Also von daher, guckt euch da eine Rezension an, wenn ihr da mehr wissen wollt. Auf jeden Fall kann ich das auch nur empfehlen und freue mich, wie gesagt, auf die nächsten beiden Bände. Dann konnte ich eine Reihe bzw. eine Trilogie abschließen und zwar... Ja, Kerstin Gier, ne? Ja, ja. Silber, das dritte Buch der Träume. Achtung, Blending. Blending Ovation. Ja. Ja. Silber. Das erste Buch, was ich von Mutter bekommen habe, habe ich zumindest auch ausgelesen. Das grandiose Finale der Bestseller-Trilogie von Kerstin Gier. Und jetzt kommt der vierte Buch raus dazu, ne? Nein. Das wäre ja auch lustig, oder? Hm. Der Korridor mit seinen verschiedenfarbigen Türen und dem sanften Licht hätte heiter und friedlich wirken können. Aber das tat er nicht. Die Stille hatte etwas Lauerndes und es war nicht auszumachen, von wo das Licht überhaupt kam. Trotzdem liebte ich diesen Ort und die Vorstellung, dass hinter jeder der Türen eine andere Seele träumt. Und alle Menschen auf der Welt durch dieses Labyrinth miteinander verbunden werden. Es war ein magischer Ort, geheimnisvoll und gefährlich. Du stolperst schon wieder ein bisschen. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Pointy, pointy, pointy. Ja. Ja. Ich hatte irgendwie im Hinterstübchen, dass vielen dieser Abschluss nicht gefallen hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch stimmt oder nicht stimmt. Ich hatte es irgendwie im Kopf und dachte mir so, mal gucken, wie es mir gefällt. Ich fand es genauso gut wie die anderen beiden Bände und hat von mir auch 4 Sterne bekommen. Ich kann es ja wieder sagen, das ist nichts gegen die Edelschild-Trilogie. Aber ich fand es gut und deswegen 4 Sterne war ein guter Abschluss, wie ich finde. Zum Schluss wird auch endlich mal aufgeklärt, wer in diesem Blogpost alles steckt und so weiter. Fand ich sehr gut. Doch. So, und dann ist ein Buch dazwischen gerutscht, was ich endlich noch nicht lesen wollte, sondern erst diesen oder nächsten Monat. Und zwar ein Teil einer weiterführenden Reihe. Und zwar? Ja, und zwar Christine Dreves. Tod nach Schulschluss. Ja. Kriminalroman. Ja. Na, willst du schauen? Nee. Kerstin? Nee. Ach, jetzt. Was, Kerstin ist keine Kerstin. Christine? Naja, so ähnlich. Wie denn dann? Christine. Habe ich doch gesagt am Anfang. Nee, Kerstin hast du gesagt. Christine hat gesagt. Ja, beim Vorlesen. Ja, recht doch. Mhm. So. Ein neuer Fall für Schneidmann und Käfer. Die Kommissare aus Münster treffen auf die eiskalte Elite von morgen. So etwas haben Charlotte Scheidmann und Peter Käfer noch nie gesehen. Eine Leiche. In einem mittelalterlichen Folterinstrument. Das Opfer ist Max Wenke, Musterschüler auf dem Elite-Internat Schloss Lemburg. Handelt es sich um einen besonders bizarren Selbstmord? Oder wurde der blendend aussehende und hochbegabte Max ermordet? Lehrer und Schüler erscheinen seltsam gleichgültig, als wäre Max' blutiges Ende nur ein kleiner Zwischenfall, den es so schnell wie möglich zu vergessen gilt. Erst ein schockierendes Detail sprengt die Mauern des Schweigens und lässt Charlotte und Käfer in Abgründe schauen, die sie nie in Schülerseelen vermutet hätten. Ja. Ist auf jeden Fall der dritte Band dieser Reihe nach Schattenfreundin und Phönix, Kinder des Phönix. Und
mir wieder richtig, richtig gut gefallen. Also für einen Krimi schon fast Thriller-Elemente drin, vor allem am Anfang, als sie diesen Jungen da finden. Also richtig, richtig gut. Hat von mir auch 4 Sterne bekommen und ich kann die Reihe auch nur empfehlen. Die macht Spaß zu lesen. Ich freue mich da schon. Im Mai kommt die nächste Band raus. Da steht schon auf meiner Muss-ich-kaufen-Liste. Für den Mai. Deswegen muss ich auch, Kaufenliste, ja. Naja, ich habe mir das eingetragen, was ich kaufen will. Und deswegen wollte ich auch endlich diesen oder nächsten Monat lesen, damit ich es eben bis zum Mai ausgelesen habe, um mir den nächsten Band kaufen zu können. Genau. Aber auf jeden Fall auch richtig. Dann kam wieder ein Sonntag und das wird ein Sonntagsbuch. Uiuiui. Zimmermann und Zimmermann. Küsse, Chaos, Feriencamp. Und das ist gleichzeitig auch eher ein Reread des Monats. Was? Nochmal lesen. Reread. Reread? Wie twittert? Nein, nicht tweet. Nicht. Tanja hat es total erwischt. Erkältet. Nein. Robin heißt der Traum ihrer schlaflosen Nächte. Oh, Robin. Sie will ihn unbedingt kennenlernen. Koste es, was es wolle. Da erfährt sie, dass Robin in den Ferien ein Tenniscamp leitet. Klarer Fall, dass Tanja dabei sein muss. Ja. Was? Ja, okay. Mehr ist nicht. In diesem Band geht es mal nicht um Henry und Tom, sondern wie man hören kann, um Tanja und diesen Robin. Ja. Und Henry und Tanja fahren dann zu diesem Feriencamp, damit Tanja diesem Robin ein bisschen näher kommt. Den Tennislehrer. Naja, Tennislehrer. Nicht? Ein bisschen, ja. Ja. Hat mir auf jeden Fall auch wieder richtig gut gefallen, hat auch 4 Sterne bekommen. Und ja, da freue ich mich auch schon auf die nächsten Band, der auch noch ein Reread ist. Mal sehen, wenn ich den nächsten Band richtig lesen kann, ohne Reread. Ohne Reread. Tweet. Und dann, nach diesem Buch, an dem gleichen Tag, musste ich unbedingt einen Moment doch mal. Er hat nämlich an dem Samstag vor diesem Sonntag ein Buch mitgehen lassen. Hallo, ich hab's gekauft, das war nicht mitgehen lassen. Mitgehen lassen klingt wie klauen, ja? Ja, ich musste es kaufen. Natürlich. Weil ich in den Tag dreimal mit bezahlen. Richtig. Beim Wocheneinkauf. Sei mal nicht so. Und es landete einfach im Einkaufswagen. Ja. Und ich habe erstmal noch nachgeguckt, ist es auch der erste Band oder ist es wieder irgendwie. Es war der erste bei einer Reihe, natürlich. Ja. Und so natürlich war das gar nicht. Ich war ganz froh, dass es der erste war. Ja. Sonst ist immer der dritte, der fünfte, der vierte. Weil wenn es nicht der erste Band gewesen wäre, hätte ich sie zurückgepackt. Blödsinn. So, doch. Und dann hat er an diesem Sonntag gesagt, ich soll das unbedingt jetzt lesen. Ja. Obwohl es ja noch gar nicht dran war eigentlich, weil ich viel mehr Bücher übrig hätte. Aber ich habe es dann gelesen. Ja. Und habe im Moment Fotos gezeigt. Und dieser Sonntag war mit 304 Seiten an diesem Tag auch der Lesetag des Monats. Weil dieses Buch sich so einfach weglesen ließ. Ich habe dafür nur 2 Tage gebraucht. Jetzt darfst du. Karen Sander. Nein, das ist Deutsch. Karen Sander. Danke. Schwesterlein, komm, stirb mit mir. Ja. Das hat mich einfach nur angelacht, das Buch. Hattest du das nicht hinten gelesen? Hattest du nicht hinten gelesen? Flüchtig. Flüchtig. Dreh dir doch nicht alles an. Mann. So, du hast mich vergessen. Doch ich vergesse nicht. Eine Frau wird in ihrer Wohnung umgebracht. Regelrecht abgeschlachtet. Hauptkommissar Georg Stadler fühlt sich an einen frühen Fall erinnert. Ein Serienmörder? Keiner der Kollegen glaubt daran, denn für die erste Tat sitzt bereits ein Mann in Haft. Stadler bittet eine Psychologin um Hilfe. Liz Montario hat im Vorjahr spektakulär eine Mordserie aufgeklärt. Sie sagt dazu, obwohl sie selbst bedroht wird. Was? Sie sagt zu, obwohl sie selbst bedroht wird. Denn jemand schreibt ihr anonyme Briefe. Jemand, der sehr viel über sie weiß. Es kommt zu weiteren Morden und Liz beginnt sich zu fragen, ist hier wirklich ein Serienmörder am Werk? Oder ein Mörder, der einen Serienmörder spielt? Auf jeden Fall richtig gut. Wie gesagt, in 2 Tagen durchgelesen und richtig spannend. Hat von mir auch 4,5 Sterne bekommen. Also schon fast wieder auch ein Monatshighlight gewesen. Und ich freue mich da auf die nächsten Bände. Inzwischen sind auch 2 weitere erschienen. Kann auch sein, dass dieses Jahr wieder der dritte rauskommen, weil das war 2013, wo es rauskam. Und jedes Jahr erschien ein neuer Band. Also kann sein, dass es diesmal auch wieder einen neuen gibt dieses Jahr. Ich weiß es nicht.
Aber ich muss ja was weiterer lesen, ne? Ja. Und wieder eine Reihe mehr. Naja. So ist das. Dann kam ein, also habe ich ein Buch gelesen, was auch erst endlich im nächsten Monat dran, also diesen Monat dran sein sollte. Aber ich konnte nicht warten, ich musste es einfach lesen und wurde auch da nicht enttäuscht. Gerd Rubenstrunk. Nee. Rübe? Rübenstrunk. Ey, hier ist das eine Schrift. Blutring. Mhm. Ja. Ja, ist ja gut. So. Mein erstes Buch dieses Autors war auch ein Rezi-Exemplar. Kannst du mal mit dir? Ja, du kannst mich weiter erzählen. Ja, danke auch. So, ja. Habe ich bei Hier schreiben wir zum Rezensieren gewonnen. Und ja, und auch schon gelesen. Sonst wird jetzt nicht hier, ja, oder? Ja. Wow. Wahnsinn. Wann bist du wieder für mich? Ja, noch ein Neuzugang, wollte ich damit sagen. Ein alter Mann, der ein dunkles Geheimnis mit in den Tod nimmt. Ein Junge, der in einem vergilbten Buch erste Hinweise auf eine Verschwörung findet. Und ein Mädchen, das wissen will, was tatsächlich hinter den alten Familiengeschichten steckt. Die Suche nach dem legendären Blutring des Tamerlan in den dunkelsten Gassen Barcelonas beginnt. Eine Suche auf Leben und Tod. Auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ein richtiges Abenteuerroman, also so Abenteuer-Jugendbuch in Barcelona, Spanien. Und an einer Stelle darf man auch selber miträtseln, was jetzt da mit diesem ein Gebilde, wie auch immer, ich will nicht zu viel verraten, deswegen sage ich lieber Gebilde, auf sich hat, was auch sehr klasse ist. Hätte dann mehr davon geben können, aber ansonsten hat das Buch von mir 4 Sterne bekommen und das hat mich richtig begeistert. Dann kam der letzte Sonntag des Monats und natürlich gab es auch wieder ein Sonntagbuch. Bitte? Nein. Das da drunter, weiß ich doch nicht, weil du es sortiert hast. Ja. Darf ich etwa? Ja, ja. Du willst noch nicht irgendwie noch ein bisschen? Nein. Auch an der Entzündung des Monats? Ah, wollte ich doch, mein Redefluss, ne? Thomas Schmidt. Die wilden Küken. Bekack! Ja. Lilly, Bob und Verri sind die wilden Küken. Doch sind sie ohne Bandenquartier und spannende Abenteuer überhaupt eine richtige Bande? Ihre Mitschüler Ole? Little und Mitch machen sich schon über die drei lustig. Also fragen die Küken die wilden Hühner um Rat und erben eine alte Schatztruhe. Den Küken bleibt kaum Zeit, sich über den merkwürdigen Inhalt zu wundern, denn schon jagt ein Abenteuer das andere. Was führen Ole, Little und Mitch im Schilde? Und was hat es mit dem geheimnisvollen Schiff auf sich, das sie zufällig entdecken? Die Fortsetzung der Kultserie von Cornelia Funke. Ein Muss für alle Bandenmädchen und wilde Hühnerfans. Kann ich nur zustimmen. Auf jeden Fall richtig gut. Ich finde es auch toll, dass die wilden Hühner nochmal darin vorkommen und quasi ihren Platz darin nochmal finden. Und nicht nur einfach die wilden Küken, die man ja aus den anderen Büchern schon kennt, ein bisschen damit spielen, sondern eben auch noch die wilden Hühner nochmal vorkommen und so. Und denen ein bisschen wieder die Arme greifen, den kleinen. Ja, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht zu lesen, war auch wieder sehr, sehr lustig und hat von mir 4 Sterne bekommen. Und wann kommt ein Band mit die alten Glucken oder so? Gottes Willen. Hühner gibt es, dann muss er doch irgendwelche geben, die noch älter sind, die euren Glucken oder so. Ja, müssen wir vielleicht mal einen Vorschlag machen an Kerstin hier, oder? Die alten Glucken. Die Rentner-Gang mit dem Rollator an der Bushaltestelle. Vorsichtig, bitte. Das wäre witzig, oder? Das letzte Buch des Monats hat mich ein bisschen nerven. Nein, das ist das letzte Buch des Monats. Mhm. Lasst mich doch bitte ausreden, was ich ausgelesen habe. So. Hat mich ein bisschen Nerven gekostet. Erstens, weil es doch sehr dick ist und ich zwischendurch immer wieder darin gelesen habe. Immer wieder anders dazwischen kam, dass ich mir das zur Seite gelegt habe. Und ich dachte schon, ich schaffe es diesen Monat nicht mehr oder im letzten Monat viel mehr. Und habe es ja am letzten Tag dann noch geschafft bis zum. Ich muss das Buch nur ausschließen, bis schlafen gehen können. Ja, nur noch schlafen gehen können. Früh aufstehen, ne? Ja, und nur noch ein bisschen. Bin gleich fertig. Normal gehen wir wann um 10 spätestens schlafen, ne? Kann sein. Wenn wir um 6 aufstehen müssen. Ja. Es wurde 11, es wurde 11:30, es wurde 11:45, ne? Weiß ich nicht mehr. Ja. Was Verdrängung, geht. Ne? Ja, genau. Mhm. Aber ich habe es geschafft. Und es ist an sich nicht schlecht, auch wenn ich teilweise da waren so ein paar Unlogigkeiten. Unlogigkeiten ist auch ein schönes Wort, oder? Unlogisch. Ja, teilweise war es für mich unlogisch, warum die denn jetzt so handeln und denken und ja, es geht so ein bisschen ab.
Kann man das abziehen? Nein, das zieht man nicht ab. Das ist die Veredelung. Das ist die Veredelung. Ja, die geht schon ein bisschen kaputt, das Buch. Mhm. Ein bisschen doof. Wurde reklamiert. Ja, natürlich. Ja. Und teilweise sind aber so wunderschöne Beschreibungen drin, wo man denkt so, die lassen zwar nach und nach immer mehr nach, die sind nur am Anfang irgendwie so schön, danach sind sie nicht mehr so schön. Er sieht und, so gut aus. Nein, so meine ich das nicht. Ich meine, die Langzeitbeschreibung oder Umgebungen oder sonst irgendwas waren richtig gut beschrieben. Oder für einfach mit Gegebenheiten. Also, hat es für diesen Auftakt einer Reihe, keine Ahnung. Och, ja, da ist, kann man viel schauen. Cool, hören. Muss ich nicht so viel vorlesen. Ich kann das noch holen, was du vorlesen kannst. Das habe ich da. Nox Murawski. Ich wollte gerade sagen, wie viel Sterne ich dem Buch gegeben habe. Terra Luvis. Kannst ja trotzdem, kannst du weiter erzählen. Sterne. Hat von mir 3 Sterne bekommen. Ja. Ja. Ja, hat 3 Sterne bekommen. Ja. Kannst ja ganz kurz sagen, worum es hier geht. Oh, was ist das denn? Ja, kannst du die Karte mit der Kamera rein? Genau, schreiben wir noch 10 Karte. So. Die ist auch sehr, sehr schön gemacht, finde ich. Weißt du, wie es wo man ist? Ja. Es geht im Prinzip um einen Prinzen und dessen besten Freund. Und, nee, der passt nicht mehr rauf. Oh Gott. Oh Gott. Quetsch. Und ein Junge, also beziehungsweise die Freundin von den beiden, wird dann quasi entführt, wie schon viele andere. Die verschwinden einfach und keiner weiß, wo sie hin sind und was mit ihnen passiert. Und der beste Freund des Prinzen macht sie auf den Weg, also Levin macht sie auf den Weg, um diese Freundin zu finden und zu befreien und wieder zurückzubringen, weil ein Junge eine Vision hatte, dass er derjenige welche wäre, aber trotzdem irgendwie zu spät kommt. Und wie romantisch. Ja, ganz romantisch. Nicht wirklich romantisch. Ja, und beide zerbrechen eigentlich daran, weil beide sind auf einmal einsam und und ja, es also halt der Dorftrottel hatte irgendwelche... Nicht Dorftrottel. Nicht? Kein Dorftrottel. Kein Dorftrottel? Nein. Der Vision hatte und der Prinz rennt los? Ach so, der Junge, der, keine Ahnung, der ist einfach... Siehst du, sei doch. Da, kein Dorftrottel, ja. Der ist einfach ein kleiner Junge. Ja. Ja, also ganz, ganz merkwürdig so ein bisschen. Wie gesagt, zwischendurch sind die Beschreibungen toll und so weiter und die Charaktere sind auch gut ausgearbeitet, wie ich finde. Aber ansonsten sind ein paar Sachen, vor allem der Schluss war ich so, okay, interessant. Ich meine, ich bin gespannt, wie es weitergeht, wenn es mal irgendwann weitergeht. Ich habe keine Ahnung, wann. Ist hier ein Self-Publishing-Buch. Gibt es bei Amazon als E-Book und bei der Autorin selbst kann man das auch als Taschenbuch kaufen auf der Webseite. Ich verlinke euch das auch in der Infobox, die Webseite von der Autorin, falls ihr daran interessiert seid. Ja, und ansonsten gab es noch 3 weitere Bücher, die jetzt in die Kamera kommen. Einmal das hier. Aha, das hier. Das da. Das da. Der Flop des Monats. Lüdi Salvay. Weine nicht. Ja. Auch ein Rezi-Exemplar von Bücher.de, also in der Buchflüstere-Aktion. Das erste Rezi-Exemplar, das ich abgebracht habe. Ein Mädchen aus der spanischen Provinz folgt ihrem Bruder in die Großstadt, lernt, was Freisein heißt und erlebt eine Liebe, die für ein ganz entbehrungsreiches Leben reicht. Dieser Roman ist das authentische Porträt eines schönen jungen Mädchens, das sich wie ein Boot vorwärts bewegt, gerade und biegsam wie ein Segel und in die Pracht eines Sommers tritt, in dem der Himmel zum Greifen nahe ist. Ein großer Roman über den spanischen Bürgerkrieg. Naja, das ist schon der erste Bürgerkrieg. Punkt, schon der erste Punkt, wo ich dachte so, ein Buch über Krieg und so ist ja eh nicht so meins. Und der Schreibstil ist so furchtbar. Ich habe mich da durchgeführt. Selbst 10 Seiten am Tag zu lesen war schon eine Qual. Es gibt keine Anführungszeichen, es wird alles miteinander weggeschrieben, wenn 2 verschiedene Leute reden. Reden, wenn man immer man merkt, dass die reden. Und es war so verwirrend, viele Charaktere tauchten auf und ich dachte mir so, was will mir dieses Buch überhaupt sagen? Das Einzige, was ich wusste, ist halt, dass es im Jahr 1936 spielt und im Bürgerkrieg von Spanien. Aber mehr habe ich aus diesen Zeilen nicht rauslesen können, weil irgendwie der Bruder von diesem Mädchen, was da erzählt wird, der macht einen Aufstand und so weiter, alles schön und gut, aber dann wird wieder andere Charaktere reingeholt, die irgendwas ausklamüsern und ich denke mir so, ich habe nach 84 Seiten die Segel gestrichen und habe gesagt, nein, ich nicht mehr, bitte, habe den Buch, weil ich es ja rezensieren musste, 1 Stern gegeben und ich bin nicht die Einzige, die es abgebrochen hat bei der Buchflüsterer-Aktion. Die andere hat auch 50 Seiten abgebrochen. Aber hochgelobt, ne? Ganz toll. Es hat einen Preis gewonnen. Ja.
Aber es ist wahrscheinlich wieder so ein Literaturkritikerbuch, was die Literaturkritiker, diese ausgebildeten Literaturkritiker, in den Himmel loben und toll finden und normalos einfach nur sagen. Und keine Sau versteht auf Deutsch gesagt, ja, ne? Genau. Ja. Also nicht gut. Kann ich nicht empfehlen, wird auch nicht bei mir. Wenn jemand das Buch lesen möchte, sagt mir Bescheid. Ich gebe es gerne ab. Gegen ein gewisses Entgelt? Nein, darf ich nicht verkaufen, weil ich das Exemplar. Na, dann erhöhen wir einfach die Bruttokosten. Das Buch kriegen Sie geschenkt, aber ja, 15 genau. Euro Versand. Ja, okay. Ja, natürlich. Und versichert. Ja, ja, klar. So, und dann kamen am letzten Wochenende des Monats noch zwei weitere Bücher an. Wie meinst du das? Ich bin schuld? Natürlich, mal wieso? Wieder. Das hier? Das da? Sicher? Unter anderem? Das habe ich geholt? Ja, ja. Ja? 50 Jahre Regal. Taschenbuch? Ja. 50 Jahre Taschenbuch. Och, ja, genauer Fall. Markus Heitz, Totenblick. Ich muss mal vorne zeigen. Sieht auch witzig aus. Was muss ich sagen? Den Buchschnitt. Vorne. Ah, Schnitt. Das ist doch mal witzig. Schnitt. Ich habe noch kein Buch, wo das so aussieht. Nein, da brauchst du nichts zeigen. Ach Gott, da hin. Schnitt. Ja, ist gut jetzt. Schnipp, schnapp. Die Bilder sind Vorlagen für die grausam inszenierten Tatorte des Mörders. Der Ermittler. Er liefert sich mit dem Täter einen Wettlauf gegen die Zeit. Der Totenblick. Wer von ihnen erfasst wird, muss sterben. Also ein Thriller von Markus Heitz habe ich auch noch nicht gelesen. Und die Wahrheit liegt stets im Auge des Betrachters. Doch hüte dich vor dem Totenblick. Erfasst er dich, gibt's kein Zurück. Das brauchst du jetzt nicht mehr vorlesen. Will ich ja auch gar nicht. Ja, okay, ich meine nur. Ja, auf jeden Fall ist es eines von den Büchern, die ich nicht mehr geschafft habe zu lesen, weil keine Zeit mehr war. Und genauso auch dieses Buch, aber die beiden werden wahrscheinlich in diesem Monat reinkommen. Ja. Harry Bingham, Totenklage. Und auch das will erst bei einer Reihe. Na, ist doch toll, oder? Wunderbar. Ja. So schön leicht. Echt? Liest sich bestimmt auch schnell. Naja. Eine junge Mutter und ihre Tochter werden in Cardiff brutal ermordet. Am Tort. An der Torte? Ohne Torte. Am Tatort findet die Polizei die brandneue Kreditkarte eines stadtbekannten Millionärs. Die brandneue Kreditkarte. In Platin, in Gold? In Pink. Ja, das wäre natürlich die richtige Frage. Doch, ne? Der ist angeblich 9 Monate zuvor bei einem Flugzeugabsturz um Leben gekommen. Detective Constable Fiona Griffiths wagt sich bei dem Versuch, den rätselhaften Fall zu lösen, weit über ihre Kompetenzen hinaus und gerät in eine unheimliche Welt aus Korruption, Menschenhandel und Zwangsprostitution. Was denn jetzt mal wieder? Kurz her, bitte. Ja. Ich finde ja, dass das Cover aussieht wie so ein Herbstbuch. Das ist zwar nur so ein vertrocknetes Ding, aber irgendwie erinnert mich an Herbst. Aber bis dahin wird es wahrscheinlich nicht mehr auf meinem Sub bleiben. Schätze ich mal. Mal gucken. Hier seid ihr erst über eine Reihe. Nein. Ein bisschen Statistik zum Schluss. Und zwar, mein Startsub war 727 Bücher. Mhm. Viel zu viele. Von 23 Zeilen. Was? Neue Bücher waren ja. Es. Na? Na? Was meinst du? Keine Ahnung. 11? Na, fast 10. Ah! Verdammt. 10 neue Bücher. Mhm. Gelesene Bücher waren es allerdings eigentlich 14, aber nur 13 vom Sub war zwar ein Reread. Und ein Buch habe ich abgebrochen. Ja. Was ein Endsub, einen aktuellen Sub macht von 723 Büchern. Ich habe also ein minus 4 für diesen Monat. Und ich bin sogar 2 Bücher unter dem Startsub des Jahres. Wow. Also gilt es für diesen Monat, die Statistik über den Haufen zu werfen und zu knacken, dass du wieder. Ein Plus an. Bist du wahnsinnig? Wieso? Nein. Wir wollten doch die 1000 wieder knacken, nein, oder? Nein, wollten wir nicht. Komm schon. So, und gelesene Seiten waren es sage und schreibe 4051. Wahnsinn. Ja. Und das im Februar. Ja. Jetzt war ein Tag mehr, hat aber trotzdem noch weniger als andere Monate. Unglaublich. Ja. Gut, das war's dann soweit. Das war's dann, ja. Das war's dann okay. Soweit. Ja. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn ihr denn mögt. Ja, wieder dabei. Na? Dabei ist uns alles. Yeah. Gut. Bis denn. Bye bye. Und tschüss. Wir fangen jetzt an. Alter, ich bin ja nicht klar. Bücher? Nein, nicht so rum. Andersrum. Wieso denn andersrum? Dass man es nicht lesen kann. So.
ey, du bist so, furchtbar. Und dann komme ich in die Kamera gucken. Ja, komme ich in die Kamera gucken, ist klar. Ach, das wird doch wieder nichts, ey. Weiß noch nicht. Na, reicht das? Kein... Ja, ja. So. Jetzt brauche ich mal ein Viertel. Was soll ich jetzt mit dem Stapel? Ja. Oh. Endlich musst brauchst du auch noch eine Ablage hier? So? Ja, ja, genau. So, so, ja, so, ja, ja. Und was ist mit meiner? Gib mir mal die andere. Warte, nee. Du, musst jetzt du sollst mir jetzt die eine Ablage geben. Ich will immer Ablage. Genau, die geht doch. Du bist so furchtbar. Schrecklich, die Frau. Schrecklich. So, ich, ja. So. Ah, tja, meine Geschichte. So. So. Es geht da los, ja? Es geht da los. Und das wird. Und hört da auf. Naja. So. Das kommt zum Schluss. So. Hier geht's los. Na, aber noch nicht. Ich sitze. Sieht schon aus. Denn? Weiß nicht. Sieht doof aus, oder? Ja, geht jetzt anders. Guck mal. Voller riesen Körper oder kleiner Kopf. Ja, ist ja nichts Neues bei dir. Aua! Ey, du schiebst die Bücher durch die Bienen. Also, ich bin echt blöd. Wir müssen jetzt mal wieder drüben filmen. Jetzt bist du abgehakt. Ich bin abgehakt. Du bist so klein. Ich bin so groß. So. Jetzt sitze ich. Ich kann den Kopf nicht kürzer machen. Aber ich kann es auch nicht höher machen. Dann bin ich ja nicht mehr drauf. Scheibenkleister. Wir fangen jetzt an. Wir fangen jetzt an. Ja. Bist du soweit? Ja, halt mal das Läppchen, wenn ich was sagen kann. Wie halt das Läppchen? Nein, die nimmt doch nur 24 Minuten am Stück auf. So, du darfst, nimm da auf. Ja, nimm auf. Nimm den Finger aus die Nase und aus den Ohren. Oh. So, ein bisschen Statistik noch zum Abschluss und zwar in Start. So, man hört doch mal auf. Bon Appetit. Du bist so blöd, ehrlich. Sei mal nicht so. Dann nur los, Mann. Erzähl. 700. Hör doch mal bitte auf jetzt. Ich versuche dich nur zu unterstützen. Nee, machst du nicht, du machst Quatsch. Mach ich gar nicht, ich sitze hier so. Ja, ja, guck mal, die können alle bezeugen, ich mach gar nichts. Natürlich. Ein bisschen Start zum Anno, was ist denn jetzt? Ein bisschen Start zum, habe ich gerade gesagt. Ja.